Hallo Leute, und besonders grüße ich einen vor dem Monitor, und das ist Ananas, denn ich will hier ein kleines Let's Play machen, in Ehren und zu Gedenken an ihren Geburtstag. Ich habe mir das gut überlegt und ich habe mir auch schon ein Pokémon-Team zusammengestellt, was hoffentlich ihr etwas gefallen wird. Also ich grüße dich Ananas und alles Gute zum Geburtstag, auch nachträglich, falls du das später anguckst. So, die Knopfbelegung werden wir uns natürlich nicht anschauen, weil die hat euch eh nicht zu interessieren, was ich hier... Okay, beginnen wir das Spiel. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, in denen du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert, von vielen wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Dann beginnen wir das Abenteuer. So. Und die nächste Person, die es vorlabern möchte. Hallo! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Sonic, solltest du mir etwas von dir erzählen? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ja, die Frage ist eigentlich doof, weil er müsste eigentlich sagen, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Weil hierauf müsste man nur Ja oder Nein antworten. Ja, darüber welches Geschlecht, ich sag einfach mal, in Ehren zu Ananas, machen wir uns wirklich mal zu einem Mädele. Genau. Wie lautet dein Name? Ja. Das muss einfach sein. Ananas. Ja. Also, Ananas, du bist jetzt hier in diesem Let's Play sogar direkt schon Hauptprotagonist. Genau. Dein Name ist also Ananas. Ja, dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Den Namen habe ich mir schon deutlich überlegt. Das ist eine kleine Überraschung und ich glaube, die Person fühlt sich direkt angesprochen. Und zwar ist das André. Ich sag jetzt mal nichts näher zu dem Namen. Ich glaube, das weiß Ananas, was mit dieser Person gemeint ist. Ah, war es André? Ja. André, stimmt. Es schlag mir auf der Zunge. Ja, mir hast du auch nicht, alter Opa. Ananas. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, dann hoffen wir mal, dass wirklich ein Traum wahr wird. Spielen wir erstmal. Ananas spielt NES. Junge, wie alt ist das Teil? Heutzutage hat doch jeder vernünftige Mensch Nintendo 64 zu Hause stehen. Also wirklich. Oder zumindest ein Super Nintendo. Also Super NES. Noch kein NES mehr, ist doch voll veraltet, das Teil. Das kam auch letztes Jahr auf dem Markt. Muss man schon immer das Neueste haben. Und Pokémon-Bücher hat sie. Ja, und einen eigenen PC hat sie. Und, wieso will ich was ablegen? Ich will was aufnehmen. Weil in jedem Starterspiel ist ein Trank enthalten. Und eine Briefbox, aber die werden wir nicht benutzen. Und wir können uns ins Bett legen und das komplette Let's Play durchschlafen. So, wir machen jetzt 10 Minuten ein Schlaf-Let's Play. Ich liege nur im Bett und mache gar nichts. Nein, das wäre langweilig.
Wir werden hier alles erforschen. Oder auch nichts. Eine Nachricht. Wenn du nicht weiter weißt, rufe das Hilfemenü, durchdrücken der L- und R-Tasten auf. Das gibt mir kurz den Hinweis, dass ich unbedingt ein paar Optionen einstellen muss. Und zwar... mit Animation. Ja, sonst ist das lang. Stereo, weil das ist immer cooler. LR, genau. Motiv. Retro-Design. Ich mag das Retro-Design, ja. Wir müssen unbedingt das nehmen. Genau, das gefällt mir. Und wir reden mit unserer Mutter. Mutter. Genau, jedes Mädchen träumt von Reisen. Das sieht man im Fernsehen. Oh ja, Professor Eich von nebenan hat nach dir gesucht. Ja, das ist schön, dass er nach mir gesucht hat. Es läuft ein Film im TV. Ein bezopftes Mädchen läuft einen gelben Steinweg entlang. Okay, hä? Ich breche auch besser auf. Also den Film habe ich echt noch nie gesehen in einem Pokémon-Spiel. Sind doch immer solche komischen Typen, die beim Bahngleis laufen. Wahrscheinlich kriegt man das nur zu sehen, wenn man ein Mädchen startet. Haus von André. André, da gehen wir mal rein. Und da sehen wir seine Schwester. Und die heißt Sarah. Hallo Ananas. André wartet in Opas Labor. Und da habe ich falsch gesprochen. Ein Pokémon ist im Fernsehen. Es scheint Spaß zu haben. Eine große Karte. Sie ist nützlich. Dann nehmen Sie mit. Das liebliche, zuckersüße Pipi. Pipi, ja. Ich habe mich damals immer über den Namen kaputt gelacht. Aus verständlichen Gründen. Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. Das klingt wie eine Fernsehwerbung, die spät abends auf manchen Programmen läuft. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Das haben wir ja vorhin schon gemacht. Schilder sind hilfreich, nicht? Ich muss immer auf die Stimme achten. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Professor Eich, Pokémon-Labor. Da wollen wir auch als erstes sehen, weil Professor Eich ist ja da. Oder auch nicht. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Professor Eich ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon. Unter Pokémon-Trainer genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Und da haben wir... André. Hallo Ananas. Opa ist gerade nicht da. Ja. Opa ist gerade nicht da, ne? Ja. Wo finden wir den Opa? Also hier geht's nicht lang. Ja, also wie in fast jedem Pokémon-Spiel, außer Gold, also Pokémon der zweiten Generation, muss man nach oben gehen. Warte, geh nicht raus! Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. So, wir sind da. Warum sind wir hier nicht direkt hinterher gemarschiert? Na egal. Opa, ich will nicht länger warten. André, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Ananas, da liegen drei Pokémon. Hahaha, wir finden sich in den Pokébällen. Du Scherzkeks, natürlich liegen wieder nicht auf dem Tisch wie auf dem Operationsschiff im Krankenhaus. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer.